ersten Foul passiert. San Rose mit dem Einwurf. Wieder suchen sie Papa Petro. Abseits des Balles, da ist Papa Petro. Wow, was für ein Ding. Johannes Papa Petro. Und der war, glaube ich, innerhalb des Zweierbereichs. Der war nicht über der Linie. Genau so wird es auch gewertet. Fuß, ja, ist ganz klar innerhalb des Zweierbereichs. Das ist der Ausgleich, Johannes Papa Petro. Sie suchen Papa Petro. Sie finden Papa Petro an der Baseline. Johannes Papa Petro. 41. 2,9 Sekunden verbleiben. Bologna sortiert sich, bevor sie den Ball aufnehmen. Jetzt kommt er ins Spiel. Da ist Alessandro Paiola von der Mittellinie. Paiola, der ist nicht gut. Und damit endet dieses Spiel. 112 zu 111. Das ist unglaublich, was hier passiert ist. Es ist nur ein Testspiel. Panathinaikos gewinnt, weil erneut Johannes Papa Petro nachlegen kann. Ich muss jetzt ganz schnell nach unten laufen. Dann sind wir bei den Interviews wieder bei Ihnen.